was wünschst du dir? Das fragte mich meine Frau kurz vor meinem Geburtstag. Nun ja, da begann ich zu überlegen, was fehlt mir, was möchte ich haben? Und da gäbe es so einiges. Und was wünschen Sie sich, liebe Zuschauer? Wo fehlt Ihnen etwas? Welchen Wunsch tragen Sie mit sich herum? Was brauchen Sie? Wo empfinden Sie zurzeit einen Mangel in Ihrem Leben? Ich möchte mit Ihnen einen speziellen Bibeltext ansehen, der Mangelerscheinungen in unserem Leben auf den Grund geht. Er steht in Jakobus 4 und da die Verse 1 bis 3. Ich lese ihn Ihnen vor. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das sind harte Worte, aber sie enthalten einige heilsame Wahrheiten für uns. Wir haben Mangelerscheinungen. Hier im Vers 2, da heißt es, und habt es nicht. Ihr habt es nicht. Euch fehlt etwas. Wer von uns kennt das nicht auch? Mangel in unserem Leben. Mangel an Zeit, an Geld, an materiellen Dingen. Mangel an Wünschen und Bedürfnissen. Mangel zu empfinden, Bedürfnisse zu haben, ist erst einmal nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wo kommen sie her und wie versuchen wir, diesen Mangel auszufüllen? Die Christen, die Jakobus hier vor Augen hat, die muss er scharf zurechtweisen. Ihre Mangelerscheinungen, sie haben sie gierig gemacht und unzufrieden. Diese Unzufriedenheit bekommen jetzt alle anderen in ihrem Umfeld zu spüren. Ihr Zusammenleben ist geprägt von Konflikten und Kämpfen. Vielleicht streiten sie darum, wer zu wenig Geld in die Gemeindekasse einzahlt oder wer sich gerne bei anderen einladen lässt, aber nie sein Haus auftut, nie andere einlädt, um das Geld zu sparen. Sie sind neidisch auf den Besitz des anderen, wird uns hier gesagt. Die Devise lautet, meine Bedürfnisse müssen an erster Stelle stehen. So wie es in einem Lied heißt, zuerst komme ich und dann komme ich und pausenlos geht es um mich. Und wie oft wird uns das auch gesagt in unserer Gesellschaft? Denk an dich, tu dir etwas Gutes, nimm dir, was du brauchst. Aber es ist eine Lüge, wenn sich ständig alles um meine Bedürfnisse drehen muss. Es ist eine Lüge, das zu glauben. Denn das kann uns schnell unzufrieden machen. Wir merken das ja schon, zum Beispiel, wenn jemand anderes etwas Neues bekommt und anstatt uns mit ihm zu freuen, da denken wir, das hat er gar nicht verdient. Oder ich bräuchte das viel dringender. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie Mangel in Ihrem Leben entdeckt? Woher kommen diese Mangelerscheinungen? Die Diagnose hier ist eindeutig. Erstens aus dem Gebetsmangel. In Vers 2 am Ende sagt er, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus ermahnt die Christen, ihr wendet euch nicht an Gott. Vieles würde anders laufen, wenn ihr beten würdet. Und dieser Vers hat mich beim Lesen besonders getroffen. Ja, es stimmt. Wie oft überlege ich zuerst, ob mein Geld reicht, meine Möglichkeiten, um meine Wünsche zu realisieren, bevor ich damit überhaupt zu Gott gehe, bevor ich mit ihm darüber spreche. Ich versuche mich dann gerne an ein Zitat von Corrie ten Boom zu erinnern. Sie sagte, du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst niemals mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Kann es sein, dass vieles in ihrem Leben fehlt, weil sie Gott nicht darum bitten? Ich wünsche uns, dass wir diesen Vers anders umgekehrt erleben. Ihr habt,
weil ihr bittet. Aber Achtung, Gebet ist dennoch keine Garantie und Gott ist nicht unser Wunscherfüllungsautomat. Es gibt noch eine zweite Diagnose hier. In Vers 3 finden wir sie. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Es ist Erhörungsmangel. Erhörungsmangel. Wir neigen oft dazu, ausbleibende Gebetserhörungen mit Vorwürfen Gott gegenüber zu beantworten, ihm vorzuwerfen, warum er nichts tut. Hier wird uns eine wichtige Selbsterkenntnis offenbart. Auch wir sind nicht frei von ungesunden, von selbstsüchtigen oder sündigen Wünschen. Wir sehen Mangel, wo eigentlich keiner ist. Das ist übrigens auch das große Ziel der Werbung. Sie suggeriert uns immer Mangel, damit wir kaufen. Sie sagt uns immer, da fehlt noch was in deinem Leben. Jemand sagte mal, Zufriedenheit ist der Feind des Konsums. Deswegen will die Werbung uns unzufrieden halten. Sie will die Gier wecken und diese Gier mahnt Jakobus an. Er erklärt, dass selbst wenn die Christen beten, sie viele Dinge nicht bekommen, aber nicht etwa, weil Gott nicht könnte, sondern weil es schlecht für sie wäre. Mein Sohn ist 3 Jahre alt und er bekommt von mir auch bei weitem nicht alles, was er sich wünscht. Er darf nicht 24 Stunden Fernsehen gucken, auch wenn er das gerne würde oder immer wieder danach fragt. Natürlich gebe ich ihm als Vater alles, was er braucht und noch vieles mehr, aber als liebender Vater verwehre ich ihm Dinge, die schlecht für ihn sind oder ihn nicht vorwärts bringen. Sind wir noch bereit, Gott dieses Recht einzugestehen? Sind Sie bereit dazu, dass Gott Ihre Wünsche, Ihre Motive, selbst wenn Sie scheinbar ganz fromm sind, hinterfragen darf? Ein Beispiel sehen wir bei Maria und Martha, als Jesus zu Besuch kommt. Martha sieht einen Mangel, Mangel an Arbeitskraft. Sie sieht, dass sie dringend Hilfe braucht und wir merken, da kommt der Konflikt hoch. Sie beneidet die Maria, die bei Jesus sitzt. Und sie beschwert sich bei Jesus und bittet ihn, Maria zurechtzuweisen. Doch Jesus macht ihr klar, Martha, deine Mangelerscheinung, die ist selbst gemacht, deine Prioritäten stimmen nicht. Deine Einstellung stimmt nicht. Die musst du verändern lassen. Gehen Sie doch heute mit Ihrem Mangel zu Ihrem Vater im Himmel. Bitten Sie ihn und vertrauen Sie darauf, dass er Ihren Mangel ausfüllt. So wie es schon der Apostel Paulus tat, als er an die Philipper schreibt in Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.